Dementsprechend vier Kontingentspieler für Vechta und die legen los in den Agieren. Wird sicherlich nicht leicht. Da haben wir jetzt Gardner, der sich reinschiebt gegen Schuka. Braucht den auch. Kein leichter Wurf, aber drin. Erste Führung, Vechta. Für Wilitschka, der zum zweiten Mal da zum Korb zieht. Ist im Moment ein bisschen das Point-Guard-Duell. Wilitschka gegen Tiger Campbell. Wilitschka nimmt den Dreier. Nein. Und dann stoppt Randall auf der anderen Seite. Also das ist jetzt hier, wer läuft schneller? Und da ist es dann ein Leicht. Aydin Oğlu drauf. Grönlo und what? Und auf der Höhe, da kommt man halt schwer hinterher. Hier Eckchen ausgemacht. Randolph! Oh, was ein Swat! Holt den weg, Amino! Schöner Eurostep, fällt rein! Und die Auszeit von Jesus Ramirez. Richtung Korbzug, aber das war ein bockstarker Blockshot. Und hier nochmal Amino. 1, 2 und dann hochkam. Auch wieder gut verteidigt von Vechta. Der Dreier. Ja, auch der passt. Schöner Move, klasse von Danny Schröder. Franz Lothen, auch der beherrscht den Dreier, trifft ihn auch. Vechta mit einer sehr überzeugenden Vorstellung hier. Da haben sie es jetzt mal gut rumgespielt und dann fällt auch mal der Dreier. Der erste. Und dann gleich die Auszeit von Martin Schiller. Ja, das war so eher Braunschweiger Basketball. Tasche beraubt, guter Korbleger Versuch, kommt nicht an. Aydin Oğlu. Schuka mit dem Dreier. Oh, jetzt wird's dann irgendwann ausgenutzt, um den Ball vorzubringen. Schön in die Ecke. Gardner, der Dreier. Der zweite in Folge. Das ist sehr mutig, da gegen Grünlo hochzugehen. Von Randolph. Hier nochmal die Aktion und jetzt genießen. Achtung und boom. Heute nicht fällt, aber wenigstens die Freiwürfe. Eins von fünf Dreier, aber vier von vier Freiwürfe und Dreier. Normalerweise ja Robinson mit Vertrag ausgestattet bis Ende Oktober. Jetzt ist Schwieger immer noch nicht ganz wieder da. Wieder gut gespielt, Pendy, gut gelaufen, gut gesehen von Campo. Das wird Jesus Ramirez vor allem in der Defensive nicht gefallen. Seine Mannschaft lässt da zu viel Einfaches zu. Crockett mit dem Dreier. Fünf Sekunden nur noch auf der Shotclock. Jetzt muss der Abschluss her. Amino, Stepback Dreier. Ohoho! Joel Amino ins Herz hier der Braunschweiger Fans. Die Big Plays gelingen Rasta Vechta heute. Mitchell trifft er mal einen Dreier. Jetzt gute Antwort im richtigen Moment. Erste bei vier Versuchen von Mitchell. Auch ihn sollte man nicht heiß laufen lassen. Stark. Mitchell hat da Ferner auf dem Rücken. Gute Bewegung. Jay Mitchell macht die 50 voll für Braunschweig. Amino. Zu frei. Zu frei. Und dann die Auszeit von. Wollte diesen Dreier werfen und ahnte auch, dass die Bewegung raus. Nicht mehr reicht, um da mit der Hand noch. Größte Führung der Partie, 17 für Vechta. Nein.
Mitchell. Zum ersten Mal, dass er so direkt unterm Korb arbeitend den Ball reinlegt. Garner, klasse. Jelinska. Und immer wieder den harten Cut zum Korb. Mitchell, Step Out, Dreier oder Zweier. Den Passweg gegen. Boah, Campbell. Aidinolo zieht zum Korb. Hoho! Gefundenes Fressen für Johan Grünlo und Amino auf der anderen Seite. Die leichten zwei. Das Defensivplay. Hier nochmal Johan Grünlo. Da wird irgendwo mal ein Ball in die Luft geworfen. Den kann ich schön blocken und dann ist es auf der anderen Seite zusammen. Ja, klar. Campbell nicht zu stoppen. Ebenso wie Amino jetzt mit 20 und es gibt die nächste Auszeit. So eine Vorstellung und das Ganze eben ohne einige Spieler, ohne Cotard, der ja normalerweise. Schuka. Und mit dem technischen hinten dran gefloppt ist. Wir haben die Chance, uns das anzugucken. Ah, so ein bisschen Handy. Auch der kommt an. Campbell hat nicht mehr viel Zeit. Nimmt den Wurf. Offensiv-Rebound. And one. Und genau das meine ich damit. Als dass sie sich das hier noch einmal nehmen lassen. Amino in der Ecke frei. Boah, der hat ein Spiel heute. Das erinnert an die Playoffs. Dass der da extrem effektiv im Shotblocking ist. Und Braunschweig kam eben nicht so zum Zug, wie sie sich das gewünscht haben. Das, obwohl er nicht einmal trainiert hat in dieser Woche und krank war. Van Sloten mit dem Dreier, als hätte er mich gehört. 10 Punkte für ihn. Guter Versuch von Schröder. Der fällt auch nicht mehr. Und am Ende gewinnt hier Rasta Vechta. Für viele vor dieser Partie sicherlich nicht unbedingt so zu erwarten gewesen. Ich sage es ganz ehrlich, ich hatte auch Braunschweig in einer leichten Favoritenstellung.